Die ersten Symptome bei einer Insektengiftallergie nach dem Stich treten sofort auf. Das kann innerhalb von einer Minute sein, dass wir sozusagen sogenannte Prodromalsymptome beobachten. Das sind ganz typischerweise zum Beispiel ein metallischer Geschmack im Mund oder aber auch Juckreiz in den Ohren, an den Handflächen, an den Fußsohlen. Wir haben vielleicht so ein leichtes Unwohlsein, so eine Art Angstgefühl, aber noch nicht die schweren Reaktionen. Aber das sind so die ersten Symptome, die relativ rasch nach dem Stich auftreten können und die dann darauf hinweisen, dass vielleicht eine schwerere allergische Reaktion folgen wird. Nach diesen ersten Prodromalsymptomen können innerhalb von 5 bis 10 Minuten dann die schwereren Symptome dazukommen. Es kann sich der Juckreiz ausbreiten von den Hand- und Fußsohlen tatsächlich auf den ganzen Körper. Es können Quaddeln entstehen am ganzen Körper, Atemnot, Heiserkeit, Übelkeit, Erbrechen und sozusagen auch bis zum Blutdruckabfall und zum Kreislaufstillstand im Extremfall. Diese Reaktionen treten tatsächlich relativ rasch nach dem Stich auf, also so circa nach 5 Minuten, spätestens innerhalb von 20, 30 Minuten ist die allergische Reaktion eigentlich abgelaufen. Allerdings kommt es bei ganz seltenen Fällen auch zu einem zweiten Peak der allergischen Reaktion nach 6 bis 12 Stunden. Allerdings sind die Symptome in dieser Zeit dann doch deutlich schwächer und es wird meistens dann nicht mehr so heftig ablaufen wie bei der ersten Reaktion. Leichtere allergische Symptome bessern sich häufig innerhalb von 6 bis 12 Stunden von alleine. Meistens ist man dann müde und der Juckreiz und die Quaddeln lösen sich dann innerhalb dieser Stunden auf. Und die Schwellungen, die auftreten, die können allerdings länger bestehen bleiben, bis zu 72 Stunden. Bei schweren allergischen Reaktionen kommt man häufig gar nicht in diese Phase, dass es sich von alleine bessern kann. Hier sollte auf jeden Fall eine medikamentöse Hilfe in Anspruch genommen werden.